Als Kind lag ich nachts oft wach und dachte darüber nach, wie sich die Welt wohl in einen schöneren und gerechteren Ort verwandeln ließe. Mit 16 Jahren wurde aus den Träumen ernst. Eine 7-jährige Mitgliedschaft in einer Gurdjieff-Kommune legte den Grundstein für meine weitere Beschäftigung mit Spiritualität. Überall auf meiner Suche gab es etwas zu entdecken. Selbst meine Arbeit mit Drogenabhängigen machte da keine Ausnahme. Über 33 Jahre lang fand ich jedoch keine wirklichen Antworten auf meine ursprüngliche Frage. 1997 wurde mir plötzlich klar, dass meine ewige Nabelschau und all meine idealistischen Gedanken über die Welt nicht das Geringste verändern würden, wenn ich nicht einen Weg fände, sie in die Realität umzusetzen, nicht nur für mich selbst, sondern für jeden hier auf der Erde. Ein Jahr später hörte ich dann während eines Seminars von Slim Sperling. Mit gekreuzten Beinen auf der Erde sitzend, lauschte ich den Worten Trunvalu Melchizedeks, der einen ganzen Vormittag lang über einen Cowboy aus Colorado sprach. Dieser schien mittels einer von ihm entwickelten Technologie in der Lage zu sein, 80% der weltweiten Umweltverschmutzung zu beseitigen. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, hatte ich doch mein ganzes Leben auf solch eine Botschaft gewartet. Fasziniert hörte ich zu und plötzlich dachte ich, genau das ist es. Deswegen bin ich hergekommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, wie wahr das sein würde. Schon kurz vor meiner ersten Begegnung mit Slim beschlich mich die leise Ahnung, dass mein Leben nach diesem Treffen nicht mehr das gleiche sein würde wie bisher. Tief in meinem Herzen fühlte ich, dass es einen bestimmten Grund geben musste, warum unsere Wege sich jetzt kreuzten. Als ich ihm das erste Mal gegenüber saß, verschlug es mir zunächst die Sprache. Ich fühle mich wie eins dieser Dummchen im Fernsehen, das gerade die Chance bekommen hat, neben seinem Lieblingsstar zu stehen. Ich bin so überwältigt von dir und von dem, was du tust, dass ich fast kein Wort herausbringe, stammelte ich. Slim lächelte und antwortete spontan: Ich koche auch nur mit Wasser. Was in seiner Sprache so viel hieß wie: Entspann dich, Mädchen, ich bin genauso ein Mensch wie du. Dieser außergewöhnliche Mann ist mein Lieblingslehrer geworden. Ich kam ohne Erwartung zu ihm und wurde reich beschenkt. Die spirituell Suchende, die das Leben bislang nur aus einer Perspektive betrachtet hatte, entdeckte den Äther und seine Physik, die Biologie, die Pilz- und Heilpflanzenkunde, die heilige Geometrie, die Chemie, die Geologie, die Geschichte des Altertums, schwarze Löcher, Wurmlöcher, Gravitationsfelder und die Ursachen für die Existenz des Mondscheins. Großzügig hat mich Slim Sperling alles gelehrt, was er wusste. Bald wurde es mein Job, ihm zuzuhören und alles aufzuschreiben, was er sagte. Diese neuen Erkenntnisse haben mich von Grund auf verändert. Ich denke über die Information nach, staune, frage, wende sie hin und her und benutze sie. Auch im Gebrauch der Werkzeuge, der Lightlife-Tools bin ich sicherer geworden. Ich weiß nicht nur intuitiv, dass sie funktionieren, ich verstehe jetzt genau, warum und wie sie funktionieren. Tag für Tag kann ich beobachten, wie die Tools wirken und leise ihre Arbeit verrichten. Mein Wohnort, ein kleines Dorf in Vermont im Nordosten der USA, ist nicht länger der Ort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Verfallene Häuser finden plötzlich einen Käufer und werden renoviert. Die mürrische Nachbarin, die sich nie zu einem Gespräch herabließ, lehnt nun über den Gartenzaun und plaudert lächelnd mit jedem, der vorbeikommt. Der kleine Tante-Emma-Laden, in dem man lange Zeit hauptsächlich Bier und Zigaretten kaufen konnte, eröffnete vor kurzem einen Buchclub. Nebenan in dem neuen Café herrscht reger Betrieb. Überall regt sich der dörfliche Gemeinschaftsgeist. Die Gärten des Dorfes gedeihen prächtig. Irgendjemand hat Blumen um das alte Kriegerdenkmal in der Stadtmitte gepflanzt. Es scheint mir, dass die Wälder gesünder aussehen und die Farben der Blüten stärker leuchten. Sogar die Winter sind milder und die Stürme richten nicht mehr so viel Schaden an. Das Wasser des Flusses steigt, aber die Frühjahrsschmelze verwüstet das Land nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die gesamte Situation im Ort hat sich zum Positiven gewandelt. Ich glaube, dass dies alles etwas mit den Energien zu tun hat, die aus meinem Wohnzimmer herausströmen. Und ich frage mich, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn die Harmonizer überall zum Einsatz kämen. Wäre so etwas möglich? Können wir die Lebensqualität allein durch den Einsatz bestimmter Energiefrequenzen verändern?
Slims Tools begleiten mich auf all meinen Reisen. Ich setze sie so oft wie möglich ein. Anfangs erschienen sie mir wie ein Wunder. Sie sind es auch nach wie vor, nur überrascht es mich heute nicht mehr so. Vermutlich weiß niemand zu Beginn seiner Sinnsuche, wo er einmal landen wird. Dieses Buch zu schreiben war ein großer Teil meines Lebenstraums. Eine höhere Fügung führte mich bis hierher und ich bin zutiefst dankbar dafür. Dankbar, dass ich dieses Gefühl teilen kann und dankbar, ein Teil von etwas zu sein, das die Welt positiv verändern kann. Ich hoffe, dass alle, die dieses Buch lesen, aufhorchen werden und genauso positiv gestimmt werden wie ich. Cal Garrison, 24. Juni 2004. Slim Sperling ist ein bescheidener Mann. Er tat immer nur das, was für ihn wichtig war, ohne sich um Geld, Ruhm oder Anerkennung zu kümmern. Ich glaube, es hat ihn ziemlich überrascht, plötzlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Er ist sogar beinahe verwundert darüber, dass die vielen Forscherjahre schließlich doch zu etwas gut waren und dass seine Arbeit wichtiger ist, als er es sich je hätte träumen lassen. Eine Haltung, die auf seine angeborene Natürlichkeit zurückzuführen ist. Slim ist wie ein Kind, das bei der Schöpfung von etwas Wunderbarem plötzlich überrascht wird. Überrascht von anderen, die in der Lage sind, die grandiose geistige Kraft dieser Schöpfung zu erkennen. Ein solches Kind schlummert in jedem von uns. Dieser Teil unseres Wesens ist immer noch rein und unschuldig und glaubt fest daran, die Welt verändern zu können. Unsere Erziehungs- und Schulsysteme jedoch bringen dieses innere Kind langsam aber sicher zum Verstummen und wir verlieren die Fähigkeit, es zu hören. Im Laufe der Zeit treten Zweifel und Skepsis an die Stelle von Unschuld und Vertrauen. Wir lernen, dass es gewisse Dinge einfach nicht geben kann und akzeptieren diese Vorstellung allmählich. Wenn dann ein Mensch wie Slim Sperling unsere Wege kreuzt und behauptet, er verfüge über eine Technologie, mit der er unseren Planeten wieder zu einem glücklichen und friedlichen Ort machen kann, wollen wir das erst einmal nicht glauben. Alles, was wir bis dato gelernt haben, sagt uns, dass so etwas unmöglich ist. Wir haben uns damit abgefunden. Die globalen Probleme sind zu groß und es ist müßig, nach Lösungen zu suchen. Wenn aber jemand bereit ist, sein Herz für Slims Ideen zu öffnen, erwacht dieses innere Kind zu neuem Leben, spürt einen Hoffnungsschimmer. Die Krise, in der sich unsere Erde befindet, ist zu akut, als dass wir es uns leisten könnten, in gefälliger Skepsis zu verharren. Was nützt es, darüber zu streiten, wer die Rettungsleiter besteigt, wenn das oberste Stockwerk des Hauses bereits lichterloh brennt? Um Slim Sperlings Arbeit wirklich zu verstehen, muss man wissen, wer er ist und wo seine Wurzeln liegen. Der Mensch aus Fleisch und Blut hinter dem Forscher ist ebenso wundersam wie seine Resultate. Seine Lebensgeschichte ist das Porträt eines Menschen, der immer auf seine innere Stimme hört und ihr folgt. So unglaublich seine Erfindungen und Entdeckungen scheinen mögen, es sind keine Fantasien. Es ist alles so bodenständig und solide wie er selbst. Wie jedes Kind musste auch Slim eine Schule besuchen. Er tat jedoch alles, um diese so oft wie möglich zu schwänzen. Bei seinen morgendlichen Spaziergängen mit dem Hund ließ er sich oft absichtlich von einem Stinktier ansprühen. Der unerträgliche Gestank verschaffte ihm dann die offizielle Erlaubnis, sich stundenlang in den Wäldern herumzutreiben. So bekam er auch mehr Zeit, das zu lesen, was er wollte, unbehelligt von Schulglocke und Lehrplan. Slim interessierte sich für weitaus mehr als nur Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Dieser große Wissensdurst entwickelte sich später zu einer intensiven Suche nach Wahrheit. Die Gemeindebücherei wurde sein Lieblingsplatz, zumal der verständige Bibliothekar ihm erlaubte, mehr als die offiziell gestatteten 5 Bücher auszuleihen. Bereits mit 15 Jahren hatte er alle Bücher dort gelesen. Körperlichen Ausgleich fand Slim bei der Arbeit auf der Farm. Er half auf dem Feld, ging fischen und jagen und erkundete ausführlich die weitere Umgebung. Die frühe Begegnung mit der indianischen Kultur hatte großen Einfluss auf Slim. Lange bevor sich andere mit der indianischen Tradition befassten, war ihm dieses Wissen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wurde jemand in der Familie krank, behandelten Großmutter wie Mutter ihn fast ausschließlich mit indianischen Heilkräutern. Ihr Erfahrungsschatz beeindruckte Slim zutiefst und er sah ihnen genau dabei zu. Sie lehrten ihn auch, die Tiere zu beobachten. Bald brauchten die Sperlings keinen Wetterbericht mehr,
Slim leitete seine Vorhersage aus seinen Tierbeobachtungen ab. Slims Eltern und Großeltern waren einfache und rechtschaffene Leute. Sie wussten, was es heißt, im Einklang mit sich und der Natur zu leben. Auch bei Slim sind diese alten Werte, die der Zivilisation fast völlig verloren gegangen sind, noch lebendig und bilden gleichzeitig die Basis für seine Zukunftsvisionen. In gewisser Weise schlägt seine Einstellung hier eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Als Slim 7 Jahre alt war, zogen die Spurlings von South Dakota nach Morrison, Colorado. Dort besuchte Slim zunächst die Militärakademie und wechselte später auf die Mullenschule für Knaben. Obwohl niemand in der Familie katholisch war, versprachen sich die Eltern von dem Besuch dieser katholischen Schule eine gute Ausbildung für ihr Kind. Slim konnte jedoch einer einseitigen religiösen Prägung entgehen. Seine Großmutter war zwar gläubige Methodistin und seine Mutter eine regelmäßige Kirchgängerin, aber beide waren keine Bibelfanatiker. Die Großmutter war in Malmö in Schweden aufgewachsen und empfand eine tiefe Verehrung für die Natur. Deshalb hatten ihre täglichen Übungen und Gebete für Slim eher etwas von einem Druidenritual. Auch die vielen sonntäglichen Kirchenbesuche hinterließen keinen nachhaltigen Eindruck bei ihm. Mit 11 Jahren hatte er endgültig genug von alledem. Er war überzeugt, dass Gott überall zu finden sei. Nach einem kurzen Abstecher zu den Mormonen, die ihm allerdings auch keine Antworten auf seine Fragen geben konnten, war sich Slim sicher, dass Gott sehr wenig mit Dogma oder Institutionen zu tun hatte. Tief in seinem Inneren wusste er, dass Mutter Natur den Schlüssel zu seiner spirituellen Aufgabe in Händen hielt. Er verließ die Schafherde, um nie wieder zu ihr zurückzukehren. Vor dem College diente Slim 2 Jahre lang als Unteroffizier 3. Ranges bei der Reserve der Marineflieger. Seine Prüfungsnoten für die Offiziersschule waren so ausgezeichnet, dass einer Karriere in der Armee mit kostenloser Ausbildung nichts im Wege gestanden hätte. Er fand aber kein Interesse am Militärdienst und lehnte das Angebot ab. Stattdessen lockte ihn das Studium der Forstwirtschaft. Noch während seines Militärdienstes traf Slim eines Tages beim Friseurbesuch seinen Kommandanten, der so von den Noten und Leistungen seines Untergebenen beeindruckt war, dass er ihn sofort von seinen monatlichen Verpflichtungen als Reservist freistellte. Diese zufällige Begegnung war auch in anderer Hinsicht ein Schlüsselereignis in Slims Leben. Im darauffolgenden Monat waren alle Reservisten wieder zu ihrem monatlichen Treffen nach Olathe, Kansas eingeladen. Ihr Flugzeug geriet in einen Sturm und stürzte ab. Alle Passagiere an Bord wurden getötet. Kaum zu glauben aber war, im darauffolgenden Monat wiederholte sich das Unglück. Wieder stürzte die Maschine ab und wiederum starben alle an Bord befindlichen Reservisten. Slims Trauer über den Verlust seiner Kameraden war groß. Gleichzeitig erfüllte ihn die Erkenntnis, dass er aus irgendeinem Grund verschont geblieben war, mit ehrfürchtiger Scheu. Zum ersten Mal spürte Slim, dass sein Schicksal von höheren Mächten bestimmt war, die einen viel größeren Überblick über das Weltgeschehen und uns Menschen haben. Es gab keinen Zweifel, die Götter hatten etwas anderes mit ihm vor. Er entschloss sich, ein College zu besuchen und belegte sein Wunschfach Forstwirtschaft. 8 Jahre lang besuchte er die Colorado State University. Sein Studium umfasste mehrere naturwissenschaftliche Gebiete, darunter Chemie und Biochemie. Der Wissenschaftler in ihm erwachte. Bald jedoch musste er einsehen, dass die Arbeit als Forstwirt nichts anderes bedeutete, als alle Entscheidungen einer obersten Behörde unbesehen anzuerkennen. Er verlor das Interesse an einem Abschluss in seinem Fach. Zudem stellte er mit großem Unmut fest, dass durch ökonomische Forstplanung mitunter ökologische Schäden verursacht wurden, deren Ausmaß das eines Waldbrandes bei Weitem übertraf. Slim zog seine Konsequenz und wechselte in den Fachbereich Botanik mit Mykologie im Hauptfach mit dem Ziel, anschließend in der Forschung tätig zu werden. Mykologie ist das Studium der Pilze und diese waren den Druiden heilig. Heute wird Slim oft als Merlin oder Merlin der Geobiologie bezeichnet. Über diese Bezeichnung lässt sich streiten, aber es kommt sicher nicht von ungefähr, dass dieser wohl mystische Zweig der Naturwissenschaften seine große Leidenschaft wurde. Während seines Studiums arbeitete Slim für ein Holzfällerunternehmen. So konnte er sich nebenbei in den Wäldern Colorados seiner geliebten Pilzkunde widmen und entdeckte bei dieser Gelegenheit sogar einige noch unbekannte Pilzarten, darunter eine Morchelart, die hoch über der Baumgrenze wuchs,
etwas, was nach Meinung seiner Professoren vollkommen ausgeschlossen war. Eines Tages während einer Arbeitspause wurde er Zeuge, wie ein Pilz, das sogenannte Judasohr, mit einem leisen Knall seine Sporen freisetzte. Als Slim seinem Professor das Erlebnis schilderte, musste dieser zugeben, noch nie etwas darüber gehört zu haben. Es bedarf offensichtlich einer extremen Feinfühligkeit, um solche Dinge wahrnehmen zu können. Und möglicherweise war dieses Erlebnis für Slim sogar eine Art schamanischer Initiation. Nach seinem Abschied von der akademischen Welt begann Slim eine 20-jährige Karriere als Kunstschmied. Damals war es für einen Forstwirt selbstverständlich, neben Mechanik auch das Schmieden und Schweißen zu beherrschen. Diese Techniken bildeten die Grundlage für alle im Wald anfallenden Arbeiten. Beides hatte er auf der Colorado State University gelernt und er wusste genug darüber, um es gewerblich betreiben zu können. Der Zufall wollte es außerdem, dass er für $200 eine ausrangierte, aber noch funktionstüchtige Schmiede erwerben konnte. Mittlerweile hatte er geheiratet und war Vater von 2 Kindern geworden. Die Familie lebte damals in einer kleinen Jagdhütte mitten in der Wildnis Colorados. Sie heizten und kochten nur mit Holz. Unter solchen Bedingungen war das Schmieden eine lebensnotwendige Fähigkeit. Jede Axt, jeder Bolzen, jeder Hammer und unzählige Nägel stammten aus dieser alten Schmiede. Slim verbrachte die Tage damit, neues Holz mit seinen selbstgefertigten Werkzeugen zu schlagen und zu bearbeiten. Nachts arbeitete er, um die Familie zu ernähren, zusätzlich in einer Erdölförderanlage. In der verbleibenden Zeit bildete er sich in der Kunst des Schmiedens weiter. Dieses Handwerk blieb für ihn bei allem, was er später unternahm, immer von größter Bedeutung und es führte ihn auch zu seiner ersten Begegnung mit der Alchemie. Es ist selten, dass sich jemand wirklich ernsthaft mit den 5 Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft und Metall befasst und dabei tief in den Schöpfungsprozess eintaucht. Slim ließ sich darauf ein und was er dabei über die Beherrschung dieser Kräfte lernte, brachte ihn so sehr in seine Mitte, sowohl physisch, emotional als auch spirituell, dass sein Bewusstsein gleichsam in das Eisen hineinströmte und mit dem Eisen verschmolz. Nicht umsonst hat der Schmied ja auch etwas von einem Magier an sich. Um eine wirkliche Feuergeburt zu vollziehen, genügt es nicht, dass der Schmied sich nur voll auf die Elemente einstimmt. Er muss in der Lage sein, sein Bewusstsein so zu erweitern, dass es zu einem Gefäß wird für etwas, das man im weitesten Sinne als alchemistischen Prozess bezeichnen kann. Eines Tages war Slim so sehr in seine Arbeit vertieft, dass sein ganzes Wesen mit dem Eisen, das er gerade bearbeitete, verschmolz. Er erlebte sozusagen den gesamten Schöpfungsprozess von innen aus der molekularen Struktur des Metalls heraus. Von da an begriff er die echte Bedeutung des Schmiedens und die allumfassenden geistigen Kräfte, die hinter dem Leben selbst wirken. Es entstand eine Verbindung zum morphogenetischen Feld der Erde, in dem alle Gedankenformen ihre Gestalt annehmen. Das Schmieden führte Slim nicht nur zur Alchemie, sondern brachte ihm auch seine erste bewusste Erfahrung auf diesem Feld. Seine Reise ins Innere des Eisens zeigte ihm, wie er sein Bewusstsein mit allem verbinden konnte. Nicht zuletzt deshalb tragen alle von Slim gefertigten Eisenstücke seine ganz persönliche und unnachahmliche Handschrift. Jedes seiner Werke ist sorgsam gehämmert und in kunstvolle Windungen oder Spiralformen gezogen. Wundersame Tierköpfe und Füße zieren seine Gebrauchsgegenstände wie Kamingarnituren, Geländer und Tore. Selbst seine Nägel sind kleine Kunstwerke. Viele seiner Werke werden heute für ein Vielfaches ihres ursprünglichen Wertes angeboten. Während seiner Tätigkeit als Kunstschmied, die 2 Jahrzehnte umfasste, gründete und leitete Slim die größte Schule für das Schmiedehandwerk in den USA. Jeder Student lernte dort von ihm die Fähigkeit, mit dem Eisen zu verschmelzen. Durch seine eigene langjährige Erfahrung wusste Slim genau, wie er jemand auf diese Bewusstseinsebene bringen konnte. Für dieses Ritual ließ er jeden Studenten stundenlang nur Nägel herstellen. Slim zufolge ist dieses Nägelmachen ein dermaßen langweiliger Wiederholungsprozess, dass sich die Gedankenwelt nach und nach vom Vorgang der Herstellung entfernt, das Bewusstsein befreit wird und dann innerhalb kurzer Zeit mit dem Eisen verschmilzt, also vergleichbar mit einem Zen-Erlebnis. Slim ist davon überzeugt, dass jeder nach einer solchen Erfahrung alles weiß, was er über das Schmieden wissen muss.
Jim Wallace, einer der ersten Studenten Slims, der nach dieser Methode ausgebildet wurde, ist heute einer der angesehensten Schmiedemeister in den USA. Er ist Gründer und Leiter des Museums für Schmiedekunst in Memphis, Tennessee. In den 60er Jahren fertigte Slim für Jim einen Hammer an, den dieser bis heute in höchsten Ehren hält. Er wurde 35 Jahre lang benutzt, ohne dass sich ein einziges Mal der Stiel gelockert hätte. Während der Zeit in der Wildnis Colorados fällte er täglich Bäume, arbeitete in der Schmiede und kehrte oft erst nach Mitternacht von der Arbeit am Ölturm nach Hause zurück. Trotz alledem fand er die Kraft, noch bis 2 oder 3 Uhr morgens Botanik und Naturheilkunde zu studieren. Slim hatte dabei keinen offiziellen Abschluss im Sinn. Es gab auch keine Bibliothek in seiner Nähe. Seine einzige Lektüre war ein altes Heilkräuterbuch aus dem Jahre 1832. Er kämmte das Buch Seite für Seite durch. Jedes einzelne Wort prägte er sich ein. Zusammen mit dem, was er bereits von seinen Eltern und Großeltern über Naturheilkunde gelernt hatte, wurde daraus schließlich ein großer Wissensschatz. Er entdeckte, dass jede Pflanzenfamilie eine andere Heilkraft besitzt und begann, sein Wissen an kranken Familienmitgliedern und freiwilligen Versuchspersonen zu erproben. Als seine Frau mit Grippe im Bett lag, schürte er den Ofen und setzte Wasser auf. Dann ging er hinaus in den Wald und sammelte die Kräuter, die er für ihre Heilung brauchte. Sie waren leicht zu finden, denn sie leuchteten ihm entgegen oder waren von einer besonderen Aura umgeben, die Slim mit bloßem Auge erkennen konnte. Er brachte die Kräuter nach Hause und füllte eine Handvoll davon in das kochende Wasser auf dem Ofen. 4 Tassen einer Teemixtur aus Weißdorn, Hasenwurz, Wildpflaumenblättern und Winde, gemischt mit Honig und Milch, genügten, um seine Frau nach einer Stunde wieder auf die Beine zu bringen und sie vollends zu kurieren. Slim gewann immer mehr Vertrauen zu seinen selbsterlernten Heilkünsten und konnte vielen Menschen damit helfen. Er selber überwand mit Aprikosensamen in etwas mehr als 3 Monaten seinen Lungenkrebs. Obwohl der Lungenkrebs nie offiziell diagnostiziert worden war, litt Slim unter den entsprechenden Symptomen. Er verlor ständig an Körpergewicht, seine Haut war gelblich fahl und er fühlte sich völlig erschöpft und matt. Seiner Meinung nach waren die Bitterstoffe in den Samen für den Erfolg ausschlaggebend gewesen. Große Heiler erhalten ihre Initiation oft durch eine schwere Krankheit. Manchmal ist die unmittelbare Erfahrung dieser Krankheit der Preis für die Weisheit, die notwendig ist, um sie heilen zu können. Und dieses innere Wissen geht weit über das hinaus, was man theoretisch lernen kann. Eine solche Krankheit zu überstehen, mit all den körperlichen, emotionalen und spirituellen Veränderungen, die damit einhergehen, schenkt dem Heiler das nötige Verständnis, um andere in ähnlichen Situationen zu begleiten. Slim hat sich später auch noch von Leberkrebs geheilt. Dazu benutzte er eine Kombination aus Heilkräutern, den von ihm entwickelten Lightlife-Tools und speziellen Nahrungsergänzungsmitteln. Sein großes Wissen und seine Selbsterfahrungen haben ihn zu einem Spezialisten der Kräuterheilkunde werden lassen. Slim ist darüber hinaus ein hervorragender und weithin bekannter Routengänger. Seine erste Begegnung mit dieser Kunst fand bereits in seiner Kindheit statt. Seine Eltern hatten einen sensitiven älteren Mann gerufen, um ihnen bei der Suche nach einer Wasserquelle behilflich zu sein. Der Mann spürte die Neugier des kleinen Jungen und überließ Slim eine Seite der Weidenroute. Gemeinsam suchten sie dann die Quelle. Slim war sehr erstaunt, als die Rute über der Wasserader zum Boden hingezogen wurde. Er war sich ganz sicher, dass sie nicht mit Gewalt niedergedrückt wurde und dass alles mit rechten Dingen zuging. Ein paar Jahre später entdeckte Slim, dass man nicht nur Wasser und Rohre mit der Rute finden kann. 1979 fiel ihm auf einem bestimmten Abschnitt der Landstraße, die in der Nähe seines Hauses vorbeiführte, eine ungewöhnliche Häufung von Verkehrsunfällen auf. Erst waren es nur 1 bis 2 Unfälle pro Woche, später 1 bis 2 am Tag. Das ständige Heulen der Sirenen und der Lärm der Rettungshubschrauber ging ihm dermaßen auf die Nerven, dass er seine Route nahm, um die Wurzel dieses Übels aufzuspüren. Er hatte eine diffuse Ahnung, dass eine unsichtbare Energiequelle hinter all diesen Katastrophen stecken musste. Er vermutete, dass die damalige besondere Planetenkonstellation sich auf das Gravitationsfeld der Erde negativ auswirkte und ein starkes elektrostatisches Feld über der Landstraße aufbaute.
Durch die Energien, die ein solches Feld ausstrahlt, konnte ein Autofahrer leicht die Orientierung verlieren oder sogar für kurze Zeit bewusstlos werden. Ungefähr 800 Meter von der Unglücksstelle entfernt zeigte seine Route eine ungewöhnlich starke Energiezone an, die die Straße kreuzte. Slim blockierte die Energielinie, indem er zwei Winkelrouten etwa einen Meter vom Straßenrand entfernt in die Erde eingrub. Weder an diesem Tag noch am nächsten gab es einen einzigen Unfall. Und auch während des ganzen folgenden Jahres blieb dieser Abschnitt der Straße unfallfrei. Der Einsatz von Winkelrouten zur Lokalisierung und Beseitigung negativer Energien wurde zu einer von Slims wertvollsten Methoden. Heute gehört sie zu den Grundlagen, die er in seinen Workshops vermittelt. In den 60er Jahren hatte Slim die gesammelten Werke von Wilhelm Reich gelesen. Durch die Ansichten Reichs war er in starke innere Konflikte geraten. Slims naturwissenschaftliche Ausbildung hatte ihn eine bestimmte Sichtweise gelehrt, welche diese neue Informationsquelle in Frage stellte. Gleichzeitig aber konnte Reich auf einen soliden wissenschaftlichen Hintergrund in Mathematik, Physik und Chemie verweisen. Und er war ein anerkannter Arzt, was ihn noch glaubwürdiger machte. Angeblich sollte der von Wilhelm Reich erfundene Wolkenzerschmetterer, Cloudbuster, Wetterveränderungen herbeiführen können, Regen bringen und die Umwelt verbessern. Diese Information brachte Slim auf die Idee, mit dem Wetter herumzuspielen. Damals war die Luftverschmutzung ein viel diskutiertes Thema und die berühmte braune Wolke über Denver in allen Schlagzeilen. Slim baute sich einen eigenen Cloudbuster und fand schnell heraus, dass dieser wirklich alles tat, was Reich behauptete. Die Versuche mit diesem Gerät lieferten Slim die ersten Daten für seine späteren Umwelttools, die inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden sind. Alle reden über das Wetter, aber niemand kann es ändern. Diesen Satz hatte er oft in der Kindheit von seiner Mutter gehört. Er hatte dann jedes Mal zu ihr aufgeblickt und gefragt, warum denn nicht? Viele Jahre später erbrachte Slim den Beweis, dass man viele Möglichkeiten und Chancen von vornherein blockiert, wenn man davon ausgeht, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind. Das Wetter, die Umwelt und das Niveau der Harmonie auf dieser Welt lassen sich sehr wohl verändern. Genau darum geht es bei den Lightlife Tools. Nachdem er von einem Kunden betrogen worden war, gab er sein Sägewerk wieder auf und begab sich nach Livermore, Colorado, um auf einer Ranch zu arbeiten. Neben seiner Arbeit auf der Farm unterstützte er seinen Boss, indem er das Wetter regelte. Er wurde ein wahrer Meister darin, Stürme abzuwenden, es bei Bedarf regnen zu lassen und Trockenzeiten für die Heuernte herbeizuzaubern. Seine beste Arbeit als Schamane leistete er mit den Maulwürfen, die mit ihren Tunnelbauten auf den Feldern verheerenden Schaden anrichteten. Im Herbst befahl er den kleinen Schwarzpelzen, die Heuwiesen zu verlassen und sich auf die trockenen Weiden zu verziehen, wo ihre Dienste erwünschter waren. Die Tierchen folgten ihm aufs Wort. Im folgenden Frühjahr erhoben sich neue Maulwurfshügel auf der Trockenweide der Ranch, aber nicht ein einziger auf den Heuwiesen. Später im Sommer des gleichen Jahres, als der Besitzer wieder einmal über diese Geschichte spottete und seinem Mitarbeiter das Leben schwer machte, erwiderte Slim: "Gut, dann sollst du deine verdammten Maulwürfe wieder zurückhaben." Offenbar verstanden die Maulwürfe den Wink. Kurze Zeit später zogen sie in ein neues Gebiet, etwa 1,5 Kilometer südlich des Hauptgebäudes der Ranch, buddelten ihre Löcher in die darüberliegenden Bewässerungsanlagen und setzten das Gelände unter Wasser. Die Moral von der Geschichte? Leg dich nicht mit einem Schamanen an, seine Freunde könnten es dir übel nehmen. Die heutige Version des Lightlife-Ringes entstand 1991. Slim hatte damals mit einer kleinen Produktion begonnen und stellte selbst jeden Ring einzeln her. Diese Ringe gab er an interessierte Menschen weiter und bat sie, damit zu experimentieren und ihm ihre Beobachtungen mitzuteilen. Da ihm die Einzelanfertigung bald langweilig wurde, sann er darüber nach, was er sonst noch nach dem gleichen Prinzip und mit der gleichen Kabellänge machen könnte. Aus dieser Suche nach Variationen und seiner Neugier, die Grenzen der unendlich scheinenden Möglichkeiten seines Prinzips herauszufinden, entstanden im Laufe der Zeit die Akkuwak-Coil, der Feedback-Loop und schließlich die Harmonizer. Bis zum heutigen Tag werden Versuche mit dem Ring und seinen Einsatzmöglichkeiten durchgeführt, vor allem im Hinblick auf positive Veränderungen in lebenden Organismen. Mit der Technologie der Harmonizer, die er einige Jahre nach der Entdeckung des Rings entwickelte, ist es möglich,
den ökologischen Zustand großer Areale erheblich zu verändern, die Luftverschmutzung zu beseitigen und das Wachstum von Pflanzen zu stärken. Am 2. April 1997 erschien folgende Überschrift auf der ersten Seite der Rocky Mountain News: Luft über Denver wird sauber. Zum ersten Mal seit Beginn der Testreihe verstößt dieses Gebiet in diesem Winter nicht gegen die staatliche Luftverschmutzungsverordnung. Offiziell wurde die Verbesserung der Luftqualität in Denver den strengen Regulierungen für Holzverbrennung und Abgasemissionen zugeschrieben. Wenn man wirklich nur mit solchen Verboten die Luft wieder säubern könnte, gäbe es dieses Problem nirgends auf dieser Welt. Was die Reporter der Rocky Mountain News nicht wussten: Seit 1994 hatten Slim und Bill ein paar Dutzend Harmonizer an strategisch wichtigen Plätzen in Denver aufgestellt. Dadurch war ein überdimensional großes Energiefeld entstanden, dessen Auswirkungen der ausschlaggebende Faktor für die veränderte Luftqualität war. Das ist ein weiterer schöner Charakterzug von Slim. Er hat es nie für nötig gehalten, sich mit seinen Taten zu brüsten. Seine Bemühungen finden hinter den Kulissen statt, an der Basis. Er macht einfach nur seine Arbeit.